Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als gebürtiger Düsseldorfer Jung bin ich natürlich diesem Brauch sehr nah. Mein zweiter Vorname ist Martin. Aber das hilft letztlich nicht. Ich kann nicht mitreden beim Mitreiten. Bin also natürlich froh zu hören, dass Kollege Schmitz sozusagen als Leibhaftiger hier am Pult stand. Für mich jedenfalls stimmt der schöne Satz unseres rheinischen Philosophen, Kabarettisten: Meine Heimat ist meine Kindheit. Heimaterfahrung, Bräuche, Traditionen erfahren Kinder von frühester Jugend an, und wenn solche Bräuche besonders konsequent gepflegt werden, dann bleibt einem das in Erinnerung. Und womöglich, so geht es mir, geht man auch heute noch gucken, wenn es stattfindet, weil man das Gefühl hat, man gehört irgendwie immer noch dazu. Dass also die im vorigen Jahr 150 Jahre alt gewordene rheinische Martinstradition zu unserem kulturellen Erbe im Rheinland zählt, ist ebenso unbestreitbar wie, und ich bin froh, dass es schon angeklungen ist, die Tatsache, dass die schöne alte Geschichte von der Mantelteilung, also davon, dass wer hat, aus freien Stücken auch denen gibt, die weniger haben, natürlich auch in anderen Landesteilen, in Westfalen, in Ostwestfalen und auch möglicherweise in Lippe sich finden lässt. Ich bin froh, dass es in anderen Ländern unserer Republik gefeiert wird, und wir wissen, dass auch innerhalb Europas dieser Brauch seine Bedeutung hat. 1621 Jahre nach der Grablegung des Bischofs von Tours, und das ist, glaube ich, schon eine kleine Rede wert. Kurz zur Geschichte des Antrags. Es war am 15. Oktober 2017. Da reichten René Bongartz aus Brüggen und Jaya Ratnam Kanikos aus Kempen den Antrag ein, die rheinische Martinstradition als immaterielles Kulturerbe anzuerkennen. Und das haben sie getan, wie es sich gehört, beim zuständigen Referat Koordination Kulturgremien Kultur und Recht des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Und ich darf das hoffentlich im Namen aller hier im Hohen Hause tun, den beiden Initiatoren sehr, sehr herzlich für diese ausdrückliche Initiative danken. Wenn ich richtig sehe, sind Sie auch anwesend. Also schön, dass Sie das betrieben haben, und danke für diese Initiative, die wir hier ja alle gemeinsam, davon gehe ich aus, auch unterstützen werden. Wir haben mit diesem Brauch sozusagen eine lange Tradition, die wir alle gemeinsam pflegen. Und wir Grüne begrüßen ausdrücklich, dass es nun zu diesem Antrag auch zu einem gemeinsamen Antrag gekommen ist. Hatte ja einen kleinen Vorlauf, den wir jetzt hier nicht im Einzelnen wieder aufreißen wollen, weil wir wollen es eben nicht politisieren, sondern wir wollen es ja gemeinsam beschließen. Traditionen, Heimat, Identität in einer globalisiert agierenden Welt wollen die Menschen sich zu Recht heimisch fühlen, da, wo sie leben. Und so erinnere ich auch sehr gerne an die klaren Aussagen muslimischer Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Düsseldorf, die sich laut Rheinischer Post vom 13. Oktober 2015 klar und bekennend zu St. Martin geäußert und bekannt haben. Dort hieß es, ich zitiere das gerne nochmal: Gerade unsere muslimischen Eltern schätzen die traditionelle Überlieferung. Sie wollen Martinszüge veranstalten und auch St. Martin feiern. Dabei wird es bleiben, sagt Cornelius Knettel, der Leiter der Gemeinschaftsgrundschule Sonnenstraße im Stadtteil Oberbilk. Mehr als 90% seiner Schüler stammen aus Migrantenfamilien. Zitat Ende. Das finde ich wichtig. Es ist nämlich wichtig, dass wir wissen, dass wir das alle gemeinsam feiern, dass wir das auch nicht umbenennen müssen. Auch da hatten wir mal unselige Debatten drüber, ob man das alles umbenennen muss. Das muss man nicht. Wir nennen das St. Martinsfest, und dabei bleibt es. Und das finde ich auch gut so, und meine Fraktion im Übrigen auch. Und deshalb, und damit komme ich zum Schluss, deshalb ist in unserem gemeinsamen Antrag der Satz so wichtig. Ich zitiere aus unserem Antrag: Die Bewahrung christlicher Traditionen führt zu größerer Toleranz gegenüber denjenigen anderer Religionen. Denn das Wissen um die eigene Kultur fördert das Verständnis für andere. Schön, dass wir auch das hier heute so gemeinsam beschließen. Danke für die Aufmerksamkeit.